Kanthome ist der nächste Redner für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine gute Gesellschaft kann auf Dauer nur dann gedeihen, wenn jeder ein bisschen mehr tut, als er vielleicht müsste, und ein bisschen weniger verlangt, als er eigentlich könnte. Und wenn Menschen sich so verhalten, dann können zusammenwirken große Dinge geschehen. Und deswegen will ich auch sagen, Herr Kollege Reichenbach, dass ich es ein bisschen bedauere, dass Sie eine in meinen Augen unnötige Schärfe in die Diskussion gebracht haben. Denn es ist doch so, dass sich jetzt in diesen Notzeiten der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wirklich, wirklich beweist. Und deswegen will ich noch einmal wiederholen, den Dank, den wir alle den vielen, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern schulden, die in diesen Tagen aus THW und Feuerwehr, aus der Bundeswehr und von überall her zu Hilfe geeilt sind, um den Menschen in der Flut zu helfen. Aber weil Sie es angesprochen haben, will ich doch auch jetzt zwei Kritikpunkte, die ich eigentlich nicht bringen wollte, weil ich heute aus einem bestimmten Anlass, zu dem ich am Schluss noch kommen werde, milde gestimmt bin, als Haushälter anmerken. Das eine ist das Thema, dass ich schon darauf hinweisen will, im Blick auf die Länder, dass der Bund diese 8 Milliarden heute vorfinanziert, das ist so vereinbart, und die Länder dann über einen Zeitraum von 20 Jahren ihren Anteil von 3,5 Milliarden zurückzahlen werden. Das ist auch in Ordnung so, aber ich will doch sehr hoffen, dass die Länder dann nicht später den Anlass und die Gelegenheit ergreifen, ihren Anteil, den sie in jährlichen Tranchen dann über 20 Jahre im Bund zurückbezahlen, dem Bundesrat für ein Jahr im Bundesrat abkaufen. Das wäre, glaube ich, ein schlechtes Signal, und das ist meine Hoffnung, dass die Länder davon absehen werden. Der zweite Punkt, den ich eigentlich nicht ansprechen wollte, aber Kollege Reichenbach, Sie haben jetzt doch ein bisschen Vorlage dazu geliefert, das ist, ich will es mal so einleiten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute dem Vernehmen nach im Plenum dazu finden werden, der Fluthilfe und dem Nachtragshaushalt, mit dem die Fluthilfe finanziert wird, zuzustimmen. Aber ich fand es irritierend, dass Ihre Fraktion, jedenfalls Teile davon im Haushaltsausschuss, sich dazu nicht bereit gefunden haben und im Nachtragshaushalt nicht zugestimmt haben. Das ist deswegen irritierend, weil es eben unser Weg ist, die Fluthilfe zu finanzieren. Ich weiß, Sie haben ein anderes Finanzierungsmodell vorgeschlagen, so wie ich es sehe, über Haushalt, über Steuererhöhungen, aber das ist eben nicht unser Weg, ist auch nicht notwendig, wie ich meine, weil wir, und das ist der Unterschied zu 2002, einen soliden Haushalt vorlegen und aus diesem Haushalt noch genug Luft sich ergibt, um über Nettokreditaufnahme diese Finanzierung zu leisten. Das ist eben der große Unterschied. Und ich meine, dass wir das Wahlkampfthema Steuern und das Nicht-Wahlkampfthema Fluthilfe trennen sollten. Und ich finde es unnötig, diese Dinge zu verknüpfen. Gleichwohl jetzt aber der Dank an alle Fraktionen dieses Hauses, dass wir heute einvernehmlich Fluthilfe und Nachtragshaushalt in diesem Punkt so beschließen können. Ich glaube, das ist das Bild, das Signal, das die Menschen verlangen und von uns erwarten. Und deswegen will ich jetzt an dieser Stelle meinen Dank auch ausdehnen an Sie alle, mit denen ich in den letzten 4 Jahren hier im Deutschen Bundestag zusammenwirken konnte, im Plenum, in meinen Ausschüssen, Petitionsausschuss, Rechtsausschuss, Haushaltsausschuss. Denn ich werde den Bundestag mit Ablauf dieser Wahlperiode verlassen, mich um ein Mandat im Bayerischen Landtag bemühen. Ich habe dafür 3 Gründe. Sie sind 11, 8 und 4 Jahre alt. Und ich hoffe, dass ich aus der Nähe des Landtages das Heranwachsen meiner Kinder etwas besser miterleben kann. Der Bundestag hat seinen Preis, und diesen Preis zahlen leider sehr oft die Kinder. Aber es waren doch 4 spannende Jahre, es waren 4 gute Jahre. Ich bleibe diesem Haus gedanklich verbunden, habe meine Arbeit hier immer mit Ernst und Freude gemacht, auch wenn der Bundestag nicht vollkommen ist, das ist doch ein Glücksfall in der deutschen Geschichte. Und ich meine, dass wir als Parlamentarier auch Botschafter für dieses Parlament sind, dass wir in gutem Stil und gutem Umgang diese Botschaft auch nach außen tragen sollen, dass es ein gutes Parlament ist, ein Glücksfall in der deutschen Geschichte. Ich verabschiede mich von Ihnen, das war's. Behalten Sie mich in guter Erinnerung, so wie ich Sie auch. Vielen Dank, Herr Kollege Thome. Das Letztere können wir ganz gewiss vereinbaren. Und ich denke, unter den zahlreichen nicht vollkommenen Einrichtungen dieser Welt gehört der Deutsche Bundestag zu den etwas besseren. Und nun...